Mehr als 130.000 Kippen landen weltweit jede Sekunde in der Natur. Bis zu 15 Jahre kann deren Abbau dauern. Ein bretonischer Unternehmer ist das Verschmutzungsproblem angegangen und recycelt die Kippen. Das Wichtigste ist, dass wir die Raucher dazu bringen, ihre Kippen nicht einfach auf den Boden zu werfen und zu zeigen, dass das Material unter speziellen Umständen recycelbar ist. Immerhin sind es gefährliche Abfälle. In den Zigarettenstummeln finden sich tausende chemische Stoffe. Einige von ihnen sind sogar giftig, wie Nikotin. In speziellen Aschenbechern werden die Kippen gesammelt und dann weiterverarbeitet. Erst müssen wir Rührstäbchen, Becher, Kaugummi und sowas entfernen. Also alles, was nichts mit den Zigarettenstummeln zu tun hat. Aus den zerkleinerten und gereinigten Stummeln werden dann Kunststoffplatten gepresst. Ein nachhaltiger Rohstoff, aus dem unter anderem Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum hergestellt werden. Wenn ihr Material beschädigt wird, muss man es nur wiederverwerten und mit Hitze pressen. So entsteht eine neue Platte. Man muss also keinen neuen Rohstoff produzieren, weil er schon da ist. Vor 2 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Seither wurden bereits 4 Tonnen Zigarettenstummeln recycelt. Das entspricht mehr als 9 Millionen Filtern.